Ja, und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge. Wer bin ich? Wir haben uns hier mal wieder zusammengefunden, der Sentex, Guten Tag. das Conny Hi. und das Marco. Habe die Ehre. Schönen Abend. Und ja, wir sind jetzt gerade ein bisschen verwirrt gewesen. Ich hoffe, wir kriegen das dieses Mal auf die Reihe. Ich habe immer noch nicht das richtige Verb herausgefunden, aber Marco fragt bei Sentex, Conny fragt bei Marco. Ich frage bei Conny und Sentex fragt bei Erik. Oder fragt bei Erik. Wobei, wäre das richtige Wort Fracking? Ach, egal. What the fuck? Erik Was geht in Fracking. deinem Kopf vor? Ich versuche witzig zu sein. Nein. Wir haben heute wieder eine lustrig-launige Runde. Und ich denke mal, der Marco darf jetzt anfangen und der fragt bei Sentex. Bin ich ein Dieselfahrzeug? Ja. Diene ich der Personenbeförderung? Ja. Wurde ich bei der Deutschen Bundesbahn angeschafft? Nein. Verdammt. Ja, ich Also bin ist jetzt. Conny dran, Ja, oder? jetzt bin ich Oder schon? dran. Bin ich ein Dieselfahrzeug? Ja. Diene ich der Beförderung von Gütern? Ja. Welche Fragen nehmen? Hatte ich schon Einsätze im Personenverkehr vereinzelt? Nein. Gar nicht. Ich bin E-Traktion. Conny. Kann man das so durchgehen lassen? In einer gewissen Weise ja. Wer flüstert, der lügt. Ich habe eine Zahl mit der einer 1 am Anfang. Nein. Okay. Ich habe einen Stromabnehmer auf dem Dach. Nein. Muss ich kurz schauen. Ich wurde bei der DB AG angeschafft. Ja. Ich bin eine Diesellok. Nein. Okay. Ich bin nach der Bahnwende beschafft worden. Muss ich jetzt kurz nachschauen, aber ja. Ich bin eine Großdiesellok. Nö. Okay. Gut, dann hätte ich das auch. Erik? Habe eine. Bin Diesel elektrisch? Nein, du hast nichts mit Diesel zu tun. Muss ich dich enttäuschen? Ich bin eine Dampflok. Nein. Oh, immerhin etwas. So, ich habe eine 6 als erste Stelle. Also, der Fahrzeugstelle. Nummer. Also, ich bin ein Triebwagen. Ja. Nach der 6 folgt die 2. Nix die 2, die 4. 4. Nein. Was? 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 Das geht nicht, Betrug. Das gibt's doch Das war nicht. so nicht abgemacht. Das ist eine dreiste Lüge. Ah. Conny. Okay. Ja.
Ich bin aus dem Hause Foslo. Nee, bist du nicht. Okay. Schlimm ist, ich habe mich schon wieder nicht gemerkt, was... Ja, genau. Meine Zahl ist höher als 400. Nein. Ah ja, nein. Okay, ja. Ich fahre oder bin gefahren für die DB AG. Ja. Ich habe Reisezüge gezogen. Ja. Ich bin im Regional- sowie Fernverkehr. Nein. Okay. Wurde ich von Alstom gebaut? Ja. Bin ich zufälligerweise ein Lind? Ja. Bestimmt bin ich. Ja. Das ist halt nur die Frage. Also bin ich ein 648? Nein. Scheiße. Hast du doch vorhin schon gefragt mit der 4. Hast du doch vorhin schon gefragt mit der 4. Ach Gott, meine Güte. Okay, gut. Komme ich aus dem Hause Volt? Nee. Und da muss ich immer K sein. Und weil du jetzt lachst, bin ich von Alstom. Ich gehöre, also ich, meine Nummer beginnt mit einer 3. Ja. Hat nichts mit Diesel zu tun. Ich bin Normalspur. Ja. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Ich habe auch so eine Vermutung, aber ich möchte da erstmal mich hintasten. Ich befinde mich vermehrt in Betriebswerken. Ja. Ich habe meinen Namen selber in der letzten Folge genannt. Auch das, ja, wobei mir das erst später aufgefallen ist. Ich bin ein verschissener ASF. Niemals. Also ja. Ja. Welche Baureihe hast du denn? 383. Ja. Aus welchem Hause kommst du? Das ist LEW, das richtig, ist... Test bestanden. Ja. Grandiose 6 km/h. Ja. Krasse Leute. Ich hab so einen auch schon mal gefahren, ne? Die sind echt krass. Ja, sau witzig. Wir haben davon sogar einen noch in Stuttgart. Okay. Oder mehrere sogar. Darf ich jetzt? Ja. Ich gehöre eher zu den modernen Blocks. Heißt Diesel Vectron 285, Volt Gravita. Hast du schon gefragt, ob du Lok oder Fahrzeug bist? Oh Gott, jetzt mal. Ja, alles klar, ich bin Cargo. Darf ich am besten in der nächsten Runde fragen? Okay, du hast mir gern. Ich habe jetzt Nein gesagt, weil du ja schon eine Nein-Frage in dem Sinne bekommen hast. Aber deine Frage war ja jetzt, ob du was moderneres bin, also eine modernere Lok bist. 294. Du hast ja gefragt, ob du eine moderne Lok bist. Modernere Lok. Ja. Und moderner ja, Lok nein. Also moderner,
Was ist bei dir die Grenze zwischen modern und alt? Ja, was ist so das? Das neueste an Diesel? 245? Ja, also das neueste, so was noch bei der Bundesbahn lief. Ach so. Oder kurz nach, wenn beschafft wurde. Ja, so 294 so. Ja. Die 294 ist schon recht alt. Ja, ich weiß, aber es gibt halt auch nicht krass. Sag mir eine Jahreszahl. Eine ungefähre. 2005. Also alles, was hinter 2005 ist. Alles, was, ja, dann bist du auch nicht modern. Okay. Gut, dann bin ja jetzt ich wieder dran, ne? Ja. Habe ich mehr als zwei Fahrzeugteile? Nein. Oder? Okay, warte mal. Ich meine schon, oder? Warte mal. Bescheiß ich gerade, doch, du hast mehr als. Bin ich 1,620? Du machst gerade den gleichen Fehler wie ich. Sehr gut. Nein, du bist kein 6,20. Ach du schade. Okay. Bin ich eine umgebaute Lok? Nein. Also ich bin heute so in der Form, wie du mich jetzt beschreibst, ich mich selber suche, noch nie umgebaut worden, wirklich. Bitte was? Hat man gerade nicht so ganz verstanden. Also in der Form, wo ich mich jetzt suche, bin ich noch nicht 50 Mal umgebaut worden in der Art. Ich bin noch in meinem Ursprungszustand. So grundsätzlich schon. Allerdings ja, okay, gut. Hat sich der Dings. Also ein bisschen hat sich der Einsatzzweck entfremdet. Okay. Oh. Bonnie, nee, Syntax. Fuck, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob ich uns weiter gefragt habe oder ob ich das mit irgendeiner Frage ausgeschlossen habe. Du kannst ja fragen. Du darfst ja jetzt fragen, ob du die Frage schon mal gestellt hast. Da ich da mit einem Nein rauskommen würde? Nein. Sage, wenn du jetzt fragst, ob du diese Frage schon gestellt hast und ich sage ja, weißt du, dass du sie schon gestellt hast? Wenn ich sage nein, weißt du, dass du sie nicht gestellt hast? Aber wenn ich sage ja, weißt du ja nicht, mit welchem Ergebnis du diese Frage gestellt hast. Also frag einfach, ob du diese Frage schon gestellt hast. Habe ich schon mal irgendwann in dieser Runde gefragt, ob ich ein Triebwagen oder eine Lok bin? Meine nein. Siehst du, das meinte ich zu dir. So, das heißt, du kannst die Frage jetzt stellen. Nein, bedeutet aber nächste Runde. Nein, du darfst jetzt noch einmal fragen. Okay. Bin ich ein Triebwagen? Ja. Hätte mich gewundert, auch wenn ich. Ja, gut, wann immer da. Habe ich eine Höchstgeschwindigkeit von 120? 120? 120. Nein. Okay. Bin ich ein 622? Ja. Ah, gut. Das hatte ich nämlich auch erst verdreht. 620 ist ja zwei Teile und 622 drei Teile. Ich meine, dass der 6,20 ja. Der Dreiteiler ist. Ja, oder andersrum. Ah, ich verwechsel das immer, ey. Deswegen. Ja. Ich hatte recht, schon eine Runde früher. Gut, ja. Ich habe keine Wurzeln in der V100. Komme ich aus dem Hause als du? Nö, absolut gar nicht. Ach, scheiße. Syntax. H3 ist es nicht. Habe ich eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h?
Nein! Also, wenn dein Fahrzeug 160 fahren würde, ob es das aushalten würde. Okay, dann hast du mir jetzt einen sehr starken Tipp gegeben. Ja. Marco. Ist fertig. Ist fertig. Ja. Das heißt Conny. Ist jetzt auch fertig. Locker. Komme ich aus dem Hause MAK? Nein, und leg dich nicht so auf Lok fest. Ich habe eine Höchstgeschwindigkeit von 80 bzw. 90 gemacht. Nein! Was? Conny? Achso, ich bin Cargo-Sprinter. Ja! Verschissene 96, ich hab die ganze Zeit überlegt. Aber jetzt beim Fragen bin ich nie drauf gekommen, ne? Conny! Ich erinnere dich mal an die letzte Runde. Nein, du bist kein Cargo-Sprinter. Ja, so. So, Centex, jetzt darfst du so lange fragen. Das ist mir bewusst. 120 gab mal. Nein, hast du schon gefragt. Was? Nein, ich hab 140, 80, 90 und 160. Nein, oder, nee, gerade eben schon. Ja, 120. 120. Dann muss es ja 140 sein, oder? Nein. Okay, dann weiß ich Bescheid. Scroll. Ich bin die Baureihe 670. Nein. Kacke. 672. Richtig, die Burgenlandbahn. Das Scheißteil hat einen Fahrmotor. Das heißt, wenn im Sommer dir der Fahrmotor verreckt, kannst du den Berg runterkullern. Na, klasse. Jo. Ja, gut. Das wär's mit der heutigen Folge. Das war mal wieder eine kurze Runde. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja, bis dahin und bye bye. Ciao, bis dann.